Hallo, hallo, hallo zusammen. Da haben wir schon das Wow, denn heute geht es um die geilen Diacama rugosum-Ameisen. Für mich ist diese Art der Einstieg in die Urameisenhaltung. Sie sind einfach zu halten, haben ein super schönes Jagdverhalten. Sie sind sehr aktiv. Also ich sehe, sie sind wirklich eine der wenigen Ameisen, die ich jeden Tag in der Arena rumrennen sehe. Wie ihr seht, das Becken ist recht einfach gehalten. Da ist eine Bromelia in der Mitte. Dann ist da dieses große Korkstück, welches ich da hinten drapiert habe sozusagen. Und die Ameisen buddeln sehr gerne unterhalb der Bromelia bzw. unter dem Korkstück. Und haben da, soweit ich das sehen kann, auch ein sehr großes Reich schon angelegt. Bei dem Video über die Paraponera hatte ich das auch schon gesagt. Diese kleinen weißen, helleren Stücke, die ihr da unten liegen seht, sind keine Steinchen, Kieselsteinchen, sondern das sind Granulate. Die bilden die unterste Schicht in meinem Becken inklusive Kieselsteinen, also eine Mischung aus Kieselsteinen und diesem Granulat gegen Staunässe. Aber wie man sieht, haben die da auch schon sehr viele von ganz unten nach ganz oben geholt und ja, scheinbar viel und ausgiebig gebuddelt. Die Tiere fressen extrem viele Proteine. Also man kann da ein halbes Kilo Fleisch rein, nein, jetzt ist das natürlich übertrieben, aber man kann natürlich wirklich jeden Tag fast Futter reinwerfen und die nehmen es an. Man merkt aber auch sehr gut, sobald sie genug haben, rühren sie gar nichts mehr an für einen Tag. Und sie wollen es immer ganz frisch haben. Also wenn es 2 Tage drin liegt, dann nehmen sie es nicht mehr. Honig und Zuckerwasser habe ich auch beides getestet. Sie lieben absolut den Honig, bei mir zumindest. Alle anderen Urameisen, die ich halte, stehen eher auf Zuckerwasser. Diese hier sind absolut Honigliebhaber. Wasser trinken sie auch wirklich sehr viel. Muss man oft auswechseln und neu machen. Normalerweise mache ich so alle 4 Tage bei allen Kolonien, aber hier kann es wirklich schon teilweise öfter sein. Als nächstes beobachten wir mal, was passiert, wenn ich ein kleines Schälchen Honig reinstelle. Da kommt schon die Pranke. Da haben wir ein bisschen Honig. Keine Angst, es wird auch rangezoomt. Und dann könnt ihr die Süßen mal aus der Nähe betrachten. Noch ist keiner da, aber jede Sekunde, da ist schon die erste. Da geht's los. Wie ihr schon seht, verdünne ich den Honig nicht noch extra, sondern packe ihn wirklich. Ich nehme mal so ein ganz bisschen von so einem kleinen Spieß, tropfe den in so ein kleines Schälchen rein. Und das gefällt den Ameisen. Also zumindest meinen gefällt das allen sehr gut. So, und gleich gibt es für das Video auch noch ein paar Proteine. Eigentlich ist heute gar kein Fütterungstag, sondern erst morgen. Aber man muss Prioritäten setzen. Und so ein Video ist natürlich absolut oben dabei. Heute gibt es leckere Schokoschaben. Da habe ich auch, by the way, mal eine Frage, wo ich das gerade sage. Also im Englischen heißt die Dinger ja Red Runners, weil sie halt immer sehr schnell laufen. Und auch wenn man sie ins Becken setzt, halt sie immer on the run sind meistens. Wieso heißt die Dinger im Deutschen Schokoschaben? Ich meine, hat von euch vorher jemand so ein Ding mal, weiß nicht, sich so einen Teller fertig gemacht? Leckere Schokoschaben. Schmeckt ja wie von Milka oder ist keine Ahnung. Woher kommt der Name? Habt ihr da einen Plan? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich wundere mich. Ich wundere mich wirklich. So, aber zurück zum Thema. Ich halte die Tiere so bei 50 bis 60% Luftfeuchtigkeit, 28 Grad circa, sehr warm. Den Tieren scheint super zu gefallen. Sorry für die dicke Pranke. Aber das Futter muss irgendwie ja in die Arena rein. Die Futterbeschaffung gleich lasse ich euch einfach mal in etwas erhöhter Geschwindigkeit, ohne mein Geplapper, einfach mit ein bisschen Hintergrundmusik durchlaufen. Und ich wünsche euch da viel Spaß und danach hört ihr wieder meine wunderbare Stimme.
Why don't you ever model for me, Mrs. Kensington? You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Da bin ich wieder. Ich weiß, ihr habt mich natürlich nicht vermisst, aber tja. Ich bin trotzdem wieder da. Wer weiß denn, von welchem Film diese letzte Stelle in dem Lied war? Na, wer ist alt genug, um diesen Film zu kennen? Zum Ende kommen wir nochmal zu so ein paar Grundinformationen. Bei den Diacamarugosum, sie sind so 1 bis 1,5 Zentimeter groß, kommen aus Asien, aus dem Regenwald, leben da vorwiegend in Erstnestern, das seht ihr auch bei mir, unter Steinen, Ästen, Wurzeln, blabiblub. Sie sind eine Art, die nicht unbedingt sehr groß wird, so 100 bis 300 Tiere. Die Gemma Gate lebt einige Jahre. Es kann danach sein, dass die Kolonie sich selbst begattet, ist aber nicht unbedingt immer der Fall. Da diese Art auch seine sehr gute Durchlüftung benötigt, habe ich obendrauf einfach ein relativ feinmaschiges Gitter. Das zeige ich euch ganz am Ende nochmal. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder sehr gefallen. Montag wird das nächste Video kommen, und zwar über... Schaut ihr am besten rein. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Feiert das schöne Wetter, geht vielleicht mal in den Wald, schaut nach ein paar Ameisen. Die ersten sind nämlich schon draußen. Bis denne!